herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer daheim. Die Zeit vergeht, bewährtes bleibt. Deshalb ist es wieder an der Zeit, das Gipfeltreffen zu zelebrieren mit Johann König und Thorsten Sträter. Wir sind da für Ihre Fragen und damit habe ich auch schon die Zeit für meine Introduktionsbeamte fast wieder überzogen. Was will man also von uns wissen? Sehr geehrte Herren des hochklassigen Gipfeltreffens, es scheint ja, dass ihr euch drei sehr, sehr gut versteht. Deswegen von mir eine etwas ketzerische Frage. Ihr drei seid schiffbrüchig, landet auf einem arschkleinen Rettungsfloß und einer von euch muss geopfert werden, weil es gibt nichts mehr zu essen. Wer soll es sein und warum? Ich freue mich sehr auf die Antwort. Na, die Frage liegt, das ist klar. Wenn alle satt werden wollen, können wir Olaf nicht opfern. Ja, so. Ja, Olaf. Also ich würde den opfern, zu dem man am häufigsten sagt, du Opfer. Bis es stimmt. Naja, ihr müsstet schon mich opfern. Also rein vom Körperfettgehalt ist das gut. Also ich meine, du bist ja, verstehst du, du bist ja auch, sag ich mal, rein vom reinen Brennwert her ein Lauch. Von daher, das hilft uns keine 48 Stunden drüber. Also ihr müsst schon, mich müsst ihr schon verzehren. Ja, aber das Auge isst mit. Also, das siehst du nach 4 Tagen Hunger anders und du wirst sagen, okay, das Fleisch sieht nicht gut aus, dafür hat es ein feines Raucharoma, mach dir keine Gedanken. Aber die Frage ist ja, warum müssen wir einen opfern? Also das ist ja, man kann doch, wieso nimmt man nicht von jedem das Beste, also ein Stückchen. Dass man von Thorsten, was weiß ich, nee, den Nacken nimmt, von Olaf das den ist nicht das Beste, glaub mir. Aber von Olaf den Oberschenkel, von mir den Trizeps, das wäre doch, dann hätten wir doch ein 3-Gänge-Menü im Grunde. 3G. Und könnten ja alle weiterleben. Ich find's zu fleischlastig. Kann man ohne Nacken weiterleben? Bitte was? Kann man ohne Nacken weiterleben? Ja. Da fällt der Kopf ich so nach vorne. Ich glaube, dass das Nicken schwierig wird, aber man kann. Wir haben sie den kompletten Nacken weggenommen. Ich würde erst vegan rangehen. Ich würde erst sagen, Körperbehaarung, Achselhaare und dergleichen Sachen. Also alle. Was ist denn? Die Frage ist gestellt worden. Ja, und zwar natürlich von Musti. Eichelkäse überbacken. Du bist damit angefangen. Nein, damit bin ich einfach nicht angefangen. Ich glaube, Eichelkäse hat einen zu geringen Fettgehalt. Du musst ja 45% Fett in Tr haben. Ja, da muss er lange, da muss wieso, er lange reifen. Wieso klinke ich mich in das Gespräch ein? Ich will da aber eigentlich nichts mit zu tun. Es stimmt, haben. Es ist halt die Frage, einer muss geopfert werden. Das ist eigentlich richtig. Grad, ich könnte ja euch beide opfern. Das wäre eigentlich wesentlich sozialer. Für wen? Für mich. Ja. Aber vielleicht kann man auch erstmal. Du kriegst mich doch gar nicht zum Grill gezogen. Also Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt der richtige Ansatz ist, ob man sofort diesen Verzehrfaktor. Man kann ja erstmal auch nur lutschen. Also, da hat man noch viel länger was von. Dass jeder den Daumen vom anderen oder den großen Onkel so lange lutscht, bis da nur noch Knochen sind. Ich seh das, wie wir da sitzen am Strand und in die Stille sagt einer, Johann, nimm meinen Ellenbogen aus dem Mund. Ich denke, ich würde mich schon an Tag 1 opfern, wenn ich mit euch auf einer Insel lande. So, die nächste Frage. Man bereut ja selten Dinge, die man getan hat. Aber habt ihr schon mal was bereut, was ihr nicht getan habt? Ja. Ich habe einmal vergessen, unterlassene Hilfeleistung zu geben. Und das hast du bereut? Nein. Also in puncto bereuen, da halte ich es eher mit der großen Piaf. Je ne grie. Also ich bin so ein. Je ne grie. Ja, was? Ich dachte immer, dass sie die Vinaigrette vergessen hat. Nein. Je ne vinaigrette rien, sagt sie doch. Keine was? Vinaigrette für den Salat. Ich habe die Erfinderin der Vinaigrette, die ist doch noch nicht vor allzu langer Zeit gestorben. Ich habe die mal kennengelernt. Wirklich? Ich habe einen Verkäuferwettbewerb gewonnen in den 90ern und dann ist man so nach Montpellier gefahren und nach hier in diese ganzen schönen Städte in Frankreich, diese Küstenstädte, und dann hieß es, so, besonderer Punkt, Sie lernen heute kennen die Erfinderin der Vinaigrette. Kein Scheiß. Und dann sind wir in so eine Großküche gebracht worden, da war eine ältere Dame und die hat gesagt, ich habe die Vinaigrette erfunden. Da hat die uns eine Vinaigrette gemacht und wir alle so, ja cool, okay, danke.
netter Kontakt, gerne wieder. Und das war so, weil wir fanden es als Punkt auch so ein bisschen, wieso, Vinaigrette. Stell dir vor, du wärst nach Holland gefahren und ihr hättet durch Zufall jemand was über die De Honck-Methode erzählt. Das wäre es mal gewesen, ja. Ja, aber es war die Vinaigrette, die habe ich mal kennengelernt. Und das hat. Ja, aber ihr merkt, wir nähern uns dem Kern der Frage sehr, sehr langsam. Ja. Was ich wirklich bereue, war, dass ich wirklich bereue. Ich bin ja ein großer Bader. Also man trennt sich ja zwischen Duschen. Also nackt im Stehen sich mit Wasser begießen zu lassen oder in seiner eigenen Suppe zu schwimmen. Einfach in seiner Soße, wie im Sud. Und ich bin ein großer Bader. Ich liege da und gucke dann die erste Staffel Sopranos und finde das total super. Du musst in sich wie so Blätterteig musst du werden. Und dann war ich in einem Hotel und da hatte ich extra anrufen lassen über Dritte. Also nicht mal über die Agentin, selbst die hat noch einen Mittelsmann, der dann anruft, dass ich ein Zimmer gerne hätte mit Badewanne. Und dann hatte ich doch eins mit Dusche. Dann habe ich mir gesagt, mir reicht das jetzt? Ich werde trotzdem baden. Ich werde hochkant in die Duschkabine gehen, die von innen abdichten mit Handtüchern, Kleber, dass ich Wasser bis zum Kinn einlaufen lassen kann. Und das habe ich gemacht, das ging mir bis zum Bauchnabel und dann hat es an der Tür geklopft. Ich war da einfach zu neugierig. Das hat 4.000 Euro gekostet. Ja. Das hätte ich lieber nicht gemacht. Das hast du bereut? Das habe ich tatsächlich bereut, ja. Man ist ja entweder Bader oder halt... Meinhof. Oder Meinhof. Die Frage... Richtig. Ich glaube, es wurde ja gefragt, das bereut, was du nicht getan hast. Das hast du ja gemacht, das zweifelsfrei. Stimmt, das habe ich gemacht. Ja, ich hätte es lieber nicht gemacht. Stimmt, ja, du hast recht. Was hast du unterlassen, was du bereut hast? Ich habe eigentlich immer alles gemacht. Ja. Also ich habe nie Sachen nicht gemacht und dann bereut. Also Bereuerei generell, ich mag eher so Brauerei. Nein, also man bereut es selten morgens, dass man abends nicht noch mehr getrunken hat. Ja, nüchtern betrachtet war es betrunken besser. Genau. Ja. Ich bereue zu Hause viel. Also ne, mit meiner Frau, ich sage immer, ja, okay, bereue ich total. Ja, meine Frau nennt mich schon Bereutigam. Naja. Das muss man sich geschrieben vorstellen. Ja, ja, das ist ein klassischer Grammatikwitz. Auf einer Pappe denke ich mir, wäre das ein Kracher. So geht's. So, die nächste Frage. Wo soll man sich verstehen? Hey, Party People! Ich habe eine Frage. Und zwar, ich lese das ja jetzt jeden Tag in der Presse, dass sich die Bundesregierung und die Europäische Union nicht wirklich einig werden, wie man jetzt die Energiepolitik einigermaßen klimagerecht hinkriegt. Und deswegen meine Frage an euch, wo seht ihr den Vorteil, den ganz klaren Vorteil von Nuklearenergie? Der Vorteil von Nuklearenergie ist, es ist schnell verfügbare Energie. Und wenn du in so einem AKW einen Unfall hast, ist der Klimawandel unser kleinstes Problem. Also Atomenergie, meinst du, ist sowas wie der Traubenzucker unter den Energien? Schießt sofort ins Blut. Genau. Das ist tatsächlich, Atomenergie hat nur gute Sachen bewirkt, wie zum Beispiel schnell verfügbaren Strom oder die Existenz von Godzilla. Und deswegen kann ich da nichts Schlimmes dran finden. Grüne Energie, buchstäblich. Ich glaube, kaum messbar. Ich glaube aber auch, dass man jetzt die Atomkraftwerke wieder anschaltet, weil der Naturschutzaspekt beim Abschalten auch nicht richtig beachtet wurde. Ja? Es gibt ja viele Lebewesen, deren natürliches Habitat ist das Kernkraftwerk. Ja? Also die Strahlenmilbe oder die Urankröte, was weiß ich, ne? Der Petroleummolch. Wenn man es eben merkt, oh, diese Tiere sind jetzt bedroht, weil sie eben ihres Lebensraumes quasi bei der Ding genommen wurde, dann versucht man da jetzt gegenzusteuern. Ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Aspekt. Findest du? Ja. Und natürlich braucht man mehr Strom,
schnellen Strom, da es ja immer mehr Autos gibt. Und Studien beweisen, mit Atomstrom fahren die Autos wirklich, du kannst viel leichter links abbiegen. Ja. Vor allen Dingen, wenn von rechts eine Druckwelle kommt. Da muss man sagen, da wird das Abbiegen zu einer Art Kinderspiel. Aber vielleicht ist ja die Nutzung der Atomkraft ja auch nur ein Zwischenschritt. Ich bin ja das ja ein bisschen ärmlich, wie die Wissenschaftler da mal rangehen. Immer, ja, das Uran wird gespalten und die Kohle wird verheizt. Man könnte es ja auch mal andersrum machen. Man könnte ja auch mal Uran verheizen und Kohle spalten. Ich habe mal so ein Brikett in der Wohnung gespalten und das macht viel schon Dreck. Ja. Das setzt wiederum Energie frei. Bei dem, ja, der ist wegräumt. Zum Staubsaugen. Ja. Zum Staubsaugen. Ein Perpetuum mobile. Das ist den Leuten zu sperrig. Schade. Also, findet ihr, ist also Atomstrom für euch eine Alternative? Zu was? Zum Tretboot? Ja. 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 Wenn du mich fragst, ob ich ein Tretboot verleihe oder ein eigenes AKW, muss ich ganz klar sagen, AKW. AKW-Verleih. Ich würde ein, ja genau, AKW-Vermietung übers Wochenende, damit du an James Bond schurken. Achso, das also, wird aber kommen, zweifelsfrei, oder? Dass es so kleine Camping-AKWs gibt, die man immer mitnehmen kann. Mhm. Alles ja. Andere, also ansonsten hätte mir der Fortschritt zu viel versprochen. Dann würde ich mich behümst fühlen von der Future. Die Frage führt ins Nichts, führt absolut ins Nichts, ist es mir seit vielen Minuten klar. Aber ich kann einfach nicht das Maul halten, das ist das große Problem. Das ist, Nein, wir sind uns einig, es ist eine Investition in die Zukunft. Jedes AKW zu wenig heißt mehr Future. Was? Nee, das war schon das Fazit. Also Nachfragen sind nicht mehr erlaubt. Okay. Wenn man zur Empfängnisverhütung den Coitus Interruptus anwendet, wann ist der letztmögliche Zeitpunkt? Am Mittwoch davor. Das ist besonders sicher. Also wenn du weißt, Freitag ist sofort, 6 Tage zurück. Das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr interessantes Thema. Muss es ja der letztmögliche Zeitpunkt? Ja. Um sozusagen, wenn die Frau aus dem Raum ist. Also dann sollte es schnell gehen, denke ich. Ich würde das im Endeffekt, wie du, auch von der Partnerin abhängig machen. Ja? Also selbst während des Coituses, also während des Sexes, sendet jede Frau ja Signale, ja, dass sie... Dass es weitergehen soll. Nee, so ein Morsecode, den man richtig hört. Entschuldigung. Also ich kenne, dass man dann eben sowas wie, es reicht doch jetzt, oder muss das noch sein? Also dass man... Man muss natürlich kommt zum Ende, ja. Wach genug sein und dann kann man reagieren. Und das muss aber jeder, das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die kann man jetzt nicht in Worte weitergeben. Ich habe das meinen Vater mal gefragt, weil mich das wirklich sehr interessiert hat. Er hat gesagt, er hätte den Moment verpasst. Alle meine 3 Kinder sind durch den Coitus Interruptus entstanden, ne? Und bin ich durchaus stolz drauf. Sie sind und ich auch. Und darum hatte ich immer das Gefühl, auch ein Wunschkind zu sein. Mhm. Ja. Ja, aber wie viele von deiner Familie haben einfach am Bettpfosten geklebt? Das ist auch eine Frage, die man sich stellen muss. Ja, ich meine, Empfängnisverhütung, Familienplanung, das sind ja Segnungen des Fortschritts. Ja? Also, dass man jetzt beim Krämer vorstellig wird oder bei der Krämerin und sagt, hier, Handeltreibende, gib mir ein Kondom. Ja? Generationen haben davon geträumt, die mussten sich behelfen mit Strauchwerk oder so. Oder das war ja schon immer... Die Schafsdärme haben sie genommen. Richtig. Und ja. Leder. Oder manchmal ganze Schäfe, Schafe. Ganz komplett. Schäfe, nein, Schäfe ist schon der Plural. Ja. Schäfe. Mehrere Penen. Was da alles mit reingestopft wurde, ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und so ein Kondom ist angenehm subtil, also man sieht es kaum. Wenn du hingegen im Mittelalter flucht die Tür auf, du kamst rein mit dem übergestülpten Schaf, alle wussten, was abgeht. Und das ist, Coitus Interruptus ist wohl keine wahnsinnig sichere Art zu verhüten. Nein, nein. Also zwischen Männern ja, aber wenn man jetzt, wenn man jetzt die Samenabgabe quasi innerhalb
Die Samenabgabe klingt wie irgendwas vom Finanzamt Recklinghausen-Süd. Denken Sie bitte an Ihre Samenabgabe. Ja, ich fahre Mittwoch vor. Wo ist der Melkcontainer noch? Mal genauso klingt das. Denken Sie an Ihre Samenabgabe und an den Solidarzuschlag. Ja, also man muss, glaube ich, in Summe feststellen, der Coitus interruptus ist sehr kompliziert. Ich habe Coitus interruptus mal probiert. Ich habe dann zwischendrin abgebrochen. Ich hab mein Studium abgebrochen. Ja, weil ich durch einen Coitus interruptus entstand. So, seid ihr ready for the next question? Kama Sutra. Kennt man ja. Aber hat jetzt Kama Sutra was mit Karma zu tun? Hat das Karma... Es wird ja anders geschrieben, oder? Ja, also Karma wird ohne Sutra geschrieben und... Also das Karma ist ja, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, wovon ich wie immer ausgehe, das ist ja quasi eine Sammlung von Seelenpunkten, die man erhält für das Wandeln hier auf Erden, für Taten, Gedanken, Gefühle, die werden akkumuliert und je mehr Seelenpunkte man gesammelt hat, desto eher wird man dann in puncto Reinkarnation dem Nirvana zugestellt. Also es ist quasi so, dass man sich ganz hoch lebt und beim Kamasutra ist es, glaube ich, eher so, dass man sich hoch vögelt. Das kennt ihr aus dem Showgeschäft, oder? Naja, da ist es ja auch gängige Praxis. Ich sage nur Jörg Pilawa oder wie die alle heißen. Das ist ja ganz oft, dass da das, also ohne Namen zu nennen, dass da eine Stufe erreicht. Entschuldigt. Die Nebenhöhlen im Sauerland. Ja. Ja. Ja, man weiß es nicht. Ich dachte, Kama Sutra lange, das wäre so ein Auto. Die haben mir den Kama Sutra gekauft, dann eine 6-Liter-Maschine und dann fährst du mit dem. Und mitten während der Fahrt will das Auto dann bumsen. Der Sitz geht so zurück, alle tot. Könnte ja sein. Nee, aber ich finde es tatsächlich, Kama Sutra, das ist ja dieses, ich habe es mal auf TikTok gesehen, ne? Schnickschnack-Gedöns. Das ist eine indische Bumsformel, also so eine... Die indische, warum heißt es nicht indische Bumsformel? Ich finde Kama Sutra... Das ist so achtsames Vögeln, also dass man... Dabei ist auch. Ja, ohne Hintergedanken. Ich glaube, es ist auch ohne Hände. Also es ist komplett bloß mit Körper. Ich finde es schön, wie angenehm unpubertär wir mit dem Thema umgehen. Ja. Verstehst du? Ja. Ah, jetzt bin ich... Ich. Aber Kama Sutra, also nochmal. Ist Kama Sutra ist doch Sex als Leistungsschau, oder nicht? Also, dass man quasi, da gibt es dann zig verschiedene Hebefiguren, zweistündiger Orgasmus und alles auf gechillt, ja, genau. Und viel mit Öl, oder genau. Nicht? 4 Stunden einfach nur drin bleiben. ohne Reibung. Und das musst du mal halten. Das geht nur also im Kopf. Ja. Ja, ihr seid ja auch schon vereinzelt mit Humor in Verbindung gekommen. Kommt ein Mann in der Bäckerei, ist der Bus weg. Frage an euch, was ist an Anti-Witzen witzig? Kommt ein Mann in die Bäckerei, ist der Bus weg? Finde ich, ist selbsterklärend. Ein sensationeller Witz eigentlich auch. Geht ein Cowboy zum Friseur, kommt er wieder, ist das Pony weg? Nee. Nee, das war mit Drogerie, kenne ich den. Wenn hinter Drogerie das Pferd kotzt und der Cowboy sein Pony sucht. Ich hatte mal so was Ähnliches gehört, kommt
fängt so ähnlich an. Kommt kein Bus, sondern kommt ein Buckliger zum Bäcker und will ein Weißbrot. Und der Mehltreibende sagt, schluck doch erstmal das eine hinter. Das hat jetzt natürlich, sag ich mal, mit dieser Geschichte nichts zu tun, außer dass sie beide beim Bäcker spielen. Nein, das ist wirklich unterste Schublade an Witzen. Die beste Pointe ist, aber doch nicht in Ungarn, Herr Oberförster. Da kannst du davor auch erzählen, was du willst. Das ist tatsächlich wahr. Kommt man zum Bäcker, aber doch nicht in Ungarn. Herr Oberförster. Naja, es funktioniert nicht als tatsächlich. Er bezieht sich ja auf dieses Anti. Was heißt überhaupt Anti? Naja, das sind diese Kinderwitze. Was ist orange und wandert durch den Wald? Eine Wanderine. Was ist grün und stinkt nach Fisch? Werder Bremen. Was steht auf dem Grabstein eines plötzlich verstorbenen Mathematiklehrers? Damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Wie nennt man eine dunkelhäutige Frau, die ein riesiges Flugzeug fliegt? Pilotin. Richtig. Viele müssen lange überlegen. Ja. Und die Zeit, in der sie überlegen, das ist Rassismus. Ja. Und du hättest ein bisschen länger überlegen sollen. Das wäre besser gewesen. Nee, ich fand, wie aus der Pistole geschossen, fand ich es gerade gut. Ja. Ich habe noch überlegt, Co-Pilot, aber... Was macht den sogenannten Anti-Witz, wenn es ihn also gibt, wie ihr behauptet, was macht den Anti-Witz, was unterscheidet ihn vom normalen Standard-TGL-Witz? Er lebt ausschließlich von Absurdität und bietet keine befriedigende Auflösung. Ja, wir sind mit diesem Konzept bereits in Folge 27. Hallo ihr Lieben. Ich hatte heute Morgen folgende Situation, vielleicht kennt ihr das ja. Ich bin in den Fahrstuhl eingestiegen und da war schon jemand drin. Und dann gab es diesen typischen, merkwürdigen Moment. Hallo, hi, ja, auch an die zwei, danke. Und man schweigt. Es ist ein langes, unangenehmes Schweigen und ich habe mich gefragt, was wäre wohl, wenn ich jetzt mit dieser Person im Fahrstuhl stecken bleiben würde? Es wäre einfach nur unangenehm. Deshalb meine Frage an euch. Mit wem würdet ihr gerne mal im Fahrstuhl stecken bleiben? Difficult. Ich meine, wenn sie das Schweigen stört, man kann das ja leicht auflockern. Sie braucht sich ja bloß mal den BH vom Leib reißen. Ja? Also das ist dann meist schon was die Situation irgendwie entkrampft, wo man merkt... Zwar jetzt nicht gerade hier in diesem Moment, aber doch dann später im Fahrstuhl durchaus. Ja, also ich habe das so beobachtet, dass das... Irgendwie eine andere Energie, das bricht das so ein bisschen auf, das Verkrustete, wenn man da so irgendwie, gerade wenn man so eng steht. Das wird einfach nur viel zu selten gemacht. Ne? Manche stehen zu zweit ganz eng im Fahrstuhl. Ja? Also da ist alles Platz und ich stelle mich immer dann ganz dicht immer daneben. Einfach, weil ich Angst habe im Fahrstuhl. Platzangst. Und dann sage ich mir, wenn schon, dann richtig. Also der Schlüssel ist ja eigentlich, dass wenn du in den Fahrstuhl kommst, wenn du kurz einen menschlichen Kontakt zu den Leuten aufnimmst, dann ist die Fahrt auch nicht mehr so unangenehm. Ich mache das immer. Ich komme in so einen stillen Fahrstuhl rein und blicke allen nacheinander in die Augen. Und dann sage ich, erst mal kacken. Und das ist so, dass... Und dann stellen die Leute fest, dass sich das gar nicht erfüllt. Und dann ist schon eine mithin heitere Atmosphäre. Ja, oder indem man so einen neuen Impuls reinbringt. Denn jemand fragt dann so, wohin? Das habe ich mal gesagt, zum Beispiel nach Döbeln. Ja? So. Und dann ist das... Also da gibt es ganz viele Werkzeuge, mit denen man, sag ich mal, das Eis ein bisschen aufbrechen kann. Und wenn man stecken bleibt, ich glaube, dann brauchst du jemanden, der Ahnung hat. Ja, Reinhold Messner hätte ich gerne. Der würde durch diese Luke, wie Bruce Willis wahrscheinlich, an so einem Stahl sein, so einen fettigen... MacGyver. Bond James sei er auch genannt. Winnetou? Ja, würde ich auch, weil Indianer kennt keinen Schmerz. Oder du brauchst jemanden, der dich so entertaint. So eine Trepko, ja? Die dann dort irgendwie... Eine Trepko. Eine Buster, eine... Was weiß ich. Hast du, mit wem wärst du gerne im Fall? Also ich versuche immer auch aufzulockern. Es ist ja komisch, dass man so verkrampft. Plötzlich ist man verkrampft, man atmet kaum noch und... Und es hilft, ein lockerer Spruch zu sagen, oh, der fährt nach oben. Ach, Sie wollen nach unten? Nein, ich will auch nach oben. Welche Zimmernummer haben Sie denn? Sagen Sie das, sonst lasse ich einen ziehen. Und dann einfach hinterherlaufen.
Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Stell mir das gerade vor, wie unangenehm das sein muss. Also mit euch nicht, sage ich jetzt schon mal. Ich glaube, dass mir das zu viel wäre in einer halben Stunde. Im Fahrstuhl, mit uns. Nee, auch so stelle ich gerade fest. Ja. Also auch unabhängig vom Ort. Gut, aber wenn man da jemanden hat, mit dem man gerne stecken bleiben würde, es gibt ja den Notknopf, den man so mit der Schulter auch runterdrücken könnte. Dann hätte man es ja. So unauffällig, wenn man so ein Stück weit wegsteht, dass man dann so ganz unauffällig zu dem, ja. Wenn ich zum Beispiel jetzt mit... Oder mit dem Fuß so, ja. Einfach, ne? Wenn ich jetzt mit Chesney Hawks im Vorstuhl wäre. Chesney Hawks. Und das noch ja, eben. Genießen das ist, wollte. Ja eben, wer ist Chesney Hawks? Würdest du das bitte aufklären? Sag mir nicht, dass der Name nur so wegen der Phonetik über die Lippen gekommen ist. Chesney Hawks. Das mit war seinem der, Hit. Hier. Ihrem Hit? Rambling, Halligalli, irgendwie so. Ne? Das war so ein gute Laune, so ein Ethno-Fox, glaube ich. So. Der sogenannte Ethno-Fox. Ich weiß nicht, was Chesney Hawks, ist das ein Ethno-Fox? Das ist so ein Quick-Step-Drive-Passadouble, so ein Barockgestellte, aber so schon aus der Hüfte. Und da würdest du den Notfallknopf drücken? Ja. Und dann würdest du hoffen, dass er singt? Nein, ich würde Chesney allerlei fragen, weil ich hatte nicht so viele Bravos in meiner Jugend und auf einer war Chesney Hawks. War Chesney Was Hawks für Schwachsinn. Drauf. Ja, und das würdest du ihm erzählen? Natürlich, was soll ich ihm sonst sagen? Ja, weiß ich nicht. Soll ich ihm von dir erzählen? Oder was? Chesney Hawks, ein Schwachsinn. Aber es ist ja, glaube ich, sowieso ziemlich müßig, darüber Gedanken zu machen, weil der Fall wird ja nie eintreten. Also ja. Die Chance, dass man mit der Person, mit der Wunschperson im Fahrstuhl landet, die ist ja eins, ich habe es ausgerechnet, 1:4. Wenn überhaupt. Also vielleicht sogar 0,5:4. Wie hoch ist die Chance, dass so ein Fahrstuhl abstürzt? Und wisst ihr, ob das was nützt, dass kurz bevor der aufschlägt, wenn man dann hochspringt? Hochspringt, ja, habe ich immer gedacht, ich würde hochspringen. Und? Aber ich weiß ja nicht, wann er aufschlägt. Ja, das müsste schon so ein Außenfahrstuhl sein, so ein verglaster. Mhm. Aber ich denke immer, auch wenn ich hochspringe, bleibe ich auch an der Decke kleben. Ich glaube, du bleibst schon an der Decke kleben, während der abstürzt. Aber kann ich schneller springen, als der Fahrstuhl fällt? So ein Fahrstuhl erreicht, glaube ich, nach 8 bis 10 Sekunden seine Maximalgeschwindigkeit. Ja. Also der freie Fall sind ja so 320 km/h. Mhm. Da brauchst du aber schon ein bisschen, um die zu erreichen. Ja, da musst du ja... Je nachdem, wie hoch du bist. Das ist halt die Frage. Ich weiß auch nicht, was Chesney Hawks wiegt, weil das würde ja zusätzlich ja. Also, die Geschwindigkeit erhöhen. Ihr würdet eine Räuberleiter machen. Ja. Aber wer ist unten? Also stell dir vor, du stürzt mit dem Fahrstuhl jetzt ab im ersten Stock und denkst, was soll passieren? Ist er nur erster Stock? Und dann gibt's aber 30 Kellergeschosse. Ja, ja, das wäre richtig schlimm. Und dann bist du viel zu früh hochgesprungen. Ja. Ja. Oh Gott. Ja. Ich bin aber, wie gesagt, falls jemand die Antwort interessiert, Chesney Hawks, ich bin jetzt neugierig. Ja, ja ich würde auch sagen, Chesney Hawks. Bin jetzt schon Fan. Was übrigens sich, glaube ich, was wirklich helfen würde, wenn du zu zweit im Fahrstuhl bist und der andere legt sich unten hin und man stellt sich auf den Bauch, weil das federt viel ab in dem Moment ja. des Aufpralls. Mhm. Das müsste man dann verhandeln. Müsste man verhandeln, wer unten liegt. Ne? Aber schon, am besten schon vor dem Einsteigen. Ja. Schnick, schnack, schnuck. So. Während des Einsteigevorgangs. Mhm. Als allererstes, wenn man rein, dann hat man auch eine Kommunikation direkt. Das ist ja, genau, da kann man gleich reden und so. Dann ist das Thema. Ja, das könnte man der Gardrobiere sagen, die dort die Frage gestellt hat. Genau, dass man einfach, das wäre gut. Man kommt rein, macht Stein, Schere, Papier und sagt, wenn du verlierst, trete ich dir später die Milz raus. Im späteren Verlauf. Für den Fall, dass was schief geht. Ja. Und wenn nicht, trennt man sich wie Freunde in Etage 4. Halte ich für eine gute Sache. Selten wurde eine Frage so profund beantwortet wie diese. Absolut. Frage. Ganz schlimm. Ich bin nicht oft stolz, aber jetzt muss ich wirklich zu uns dreien sagen. Klasse. Ich habe mir was richtig Judith überlegt. DIY kommt ja immer gut. Dementsprechend meine Idee, handgemachte DIY-Kondome. Jetzt würde ich natürlich nur noch von euch gerne wissen, wo kann ich da Zutaten einkaufen gehen? Wie kann ich vielleicht vorgehen? Habt ihr Tipps? Habt ihr irgendwelche Vorschläge? Habt ihr Tipps? Habt ihr irgendwelche Vorschläge? DIY, damit meinst du Do-It-Yourself. Ja. Kondome. Ah. Ja. Aber wenn du das selbst machst, wozu brauchst du da Kondome? Sicher ist sicher. Man weiß ja nicht. Ja.
Ich glaube, das ist der Deutsche. Ja? Also sie nimmt die Pille, er nimmt Kondome und man schläft trotzdem getrennt. Das ist... richtig sicher. Das ist... Also ich, mir würde erst Tesafilm einfallen, ne? Dass man Tesafilm nimmt. Mhm. Hört, hört. Ne? Und dann einfach drum wickeln. Bis zur Spitze. Vorne freilassen, ja, würde ich auch machen. Ne? Nein, die Spitze würde ich auch ne, am Ende abschneiden, aber dann... versiegeln? Gut. Heißklebepistole, das ist wirklich dicht. Die Heißklebepistole und dann hast du wirklich komplett zu. Ich glaube, man will uns auch wieder so ein bisschen aufs Glatteis führen. Selbst gebastelte Kondome halt. Ich glaube, Knete hält nicht. Also wenn du so aus Knete dir so ein Olm drumherum machst, gerade so Spielknete, die ist ja hautverträglich, die achten da ja drauf. Mhm. Für Kinder, obwohl ein Kondom jetzt gegen. Und dann machst du das drum, aber ich glaube, das Knete reibt sich ab mit der Zeit. Man nimmt ja jedes Kondom, glaube ich, nur einmal. Knetkondome, das knetest du raus unterm Wasserhahn und dann kannst du die wieder benutzen. Also, wenn es um Do-it-yourself geht, dann bin ich automatisch so im Bastelmodus. Ja. Ja. Irgendwie, dann, wir brauchen eine Schere, Buntpapier, wenn es ein Geschenk werden soll, Buntpapier. Wenn es heiß hergehen soll, dann empfehle ich Backpapier. Mhm. Für den SM-Bereich Sandpapier, logisch. Und dann irgendwie zuschneiden, Leim. Leim ist immer wichtig beim Basteln. Ja, irgendwas, was schnell anzieht. Wir brauchen eine Tube Leim. Ich würd Alufolie nehmen und dann immer so, Robocop, ich bin Robocop. Ich finde es eine reife Einstellung zu den Dingen. Das ist doch Stahl, das ist richtig. So, super, oder? Ja, man spricht ja von den Aluhüten. Ja, das ist ja so ein... Ja. Mhm. Genau, ich finde das super. Aluminiumfolie wird viel zu selten für Dinge eingesetzt. Also, ich habe früher so futuristische Filme gedreht mit meinen Freunden. Ich habe jetzt bald Klassentreffen. Mhm. Und wenn es irgendwie futuristisch sein sollte, haben wir immer irgendwie Alufolie. Super, oder? Das geht immer. Du bist sofort in the next generation. Ich habe früher immer, meine Mutter hat das mir als Astronaut verkleidet. Da hat man Persiltonnen genommen früher, das Waschpulvertonnen. Und da hat man einfach draußen Aluminiumfolie drum gemacht, Augen reingeschnitten, ich bin Roboter, Roboter. Da waren so schlimme Chemikalien drin, dass ich den Rest der Woche als Elefantenmensch gegangen bin, weil ich völligen Ausschlag hatte. Aber Rosenmontag war toll, ich sah aus wie ein Astronaut, war super. Ja. Genau, und mit Elefant hast du gleich wieder eine gute Überleitung zum Rüssel. Also würdest du Kondome basteln, hältst du das für zielführend? Ich habe mal ein Gedicht geschrieben, das beginnt so, der Papst verbietet die Kondome, weil er weiß, das geht auch ohne. Und ich denke, ei der Daus, ja, da kennt sich einer aus. Hm, schön. Und das endet mit der Zeile, selbst wenn Josef Kondome genommen, der Jesus wäre trotzdem gekommen. Er ist ja quasi genau entstiegen, schaumgebunden, abgeworfen. Er ist ja quasi jetzt nicht... Schaumgebunden? Naja, also ich meine jetzt nicht dem Uterus entgangen. Entäumelt. Genau. Ich habe mich immer gefragt, das war doch klar, dass Maria und Josef mit dem Kind nirgendwo unterkommen an Heiligabend. Ich denke da schon die ganze Zeit drüber nach. Hm? Das war aber erst später Heiligabend. Das war ein ganz normaler Mittwoch, bevor. Das war Werktag. Das war ja, ich nehme an, das war ein Werk. Das fing an mit Mittwoch, ich habe das mal im Apple-Kalender rückwärts gezählt, weil mich es wirklich interessiert hat. Pfingstmittwoch war das, glaube ich. Es war Ostern. Wie bitter ist das denn? Tenet. Um jetzt mal vernünftig zu erklären, wie man Kondome macht. Man würde jetzt wirklich, wenn man ein passgenaues Kondom haben will, müsste man von seinem erigierten Penis... Ein Gipsabdruck. Nicht Gips. Gips reagiert thermisch beim Aushärten und wirklich, ich traue dir viel zu, aber nicht, dass du 25 Minuten lang die Latte hältst, während der Gips warm wird. Ich mein's nicht böse. Du nimmst dafür Alginat, also das Zahnarztmaterial. So, das rührst du an in lauwarmem Wasser und innerhalb von 4 Minuten ist das ausgehärtet, dass wir es hinkriegen. Dann streifst du das vorsichtig ab, dann gießt du es mit Flüssiglatex aus, da musst du sehr lange suchen. Es muss ein Latex sein mit hoher Viskosität, aber geringen Lösemitteln. Das Ding muss ausdünsten, da ist ohne Ende Ammoniak drin. Und dann kannst du dir passgenaue Kondome fertigen. Obwohl die natürlich, wenn du sie von Hand machst und nicht maschinell, sie nicht dünn genug sind. Deswegen ist gefühlsintensiv, das ist, als würdest du einen Schrubber in den Hausflur werfen. Aber theoretisch ist das kein Problem, das so herzustellen. Mhm. Das klang profund. Ja. Ich denke, dem ist nichts hinzuzufügen. Außer ein... Danke. Dafür gern.
Wie paaren sich eigentlich Schildkröten? Mit hartem Sex. Nein, ich glaube, das ist das Problem. Ich habe mal so eine Reportage gesehen, bei Schildkröten dauert das, glaube ich, ewig. Weil die müssen sich erst mal ausziehen. Und das ist evolutionär schlecht gelöst. Diese Panzer lassen sich nur von außen öffnen. Das heißt, die Das stimmt nicht. Ich habe das gesehen bei einer Schnappschildkröte. Die hat unten 4 Spacksschrauben. Die Stoppschildkröte, oder wer? Die Schnappschildkröte. Schnappschildkröte. Schnapp. Es gibt auch die Stoppschildkröte. Die hält immer an. Irgendjemand hat ja mal herausgefunden, dass Schildkröten, selbst wenn man sich nicht vorstellen kann, viel mehr Geschlechtsverkehr haben als Menschen. Einfach, weil die so alt werden. Schildkröten werden ja bis zu 380 Jahre alt. Und das kann man ja mal umrechnen. Mach doch. Da müssen wir gucken, das ist schon dramatisch. Ich weiß jetzt nicht, ob die bis ins hohe Alter, also bis 380, ob die bis kurz vorher koitieren. Vielleicht ist er auch mit 375 Schluss. Ja, aber ich meine, die paaren sich auch bedeutend langsamer. Ich habe da mal was gesehen, entweder war das auf sehr, sehr langsam gestellt auf meinem Videorekorder. Oder aber, also ich habe den Verdacht, sogar ein Ölgemälde bumst schneller als eine Schildkröte, weil da ist fast nichts passiert. Aber die Eier sehen jetzt trotzdem nicht langsamer aus. Also das jetzt Produkt. Fang nicht an, persönlich zu werden. Lass uns bei den Schildkröten bleiben. Schildkröten können sich ja komplett einziehen. Die Arme und die Beine und den Kopf. Das ist ja der Zweck des Panzers. Das würde ich auch gerne eigentlich können. Davon hat ja der Mensch gelernt. Deshalb sind ja die Panzerfahrzeuge, die militärischen, auch so, dass der ganze Mensch drin ist. Ja? Nicht, dass da jetzt angenommen außen so die Arme rausgucken und die dann so kämpfen, wenn da einer ankommt. Aber ich glaube, die Frage ist dahin nicht fruchtbar. Denn selbst wenn wir wüssten, wie sich Schildkröten vermehren und wir ihnen vielleicht wohlbringende Tipps geben könnten, dass sie die ja gar nicht umsetzen können, weil die uns ja nicht verstehen. Die Schildkröten verstehen mich nicht, dich erst recht nicht. Das ist eine Sackgasse irgendwie, argumentativ. Das ist ein Dilemma, in dem wir uns hier befinden. Wir können uns zermattern. Wofür? Qui bono, Schildkröte no. Qui bono. U2 ist auch so eine Scheiße, wenn ich das nur einmal... Klein war, habe ich mal meinen Vater gefragt, Pap, wie kommt es eigentlich, dass manche Menschen reich sind und andere nicht? Mein Vater meint, nur weil ich nicht reich sein will, weil wenn du reich bist, dann schrumpft dein Penis. Warum sonst, denkst du, fahren diese Leute diese teuren, protzigen Autos? Ich sag, weil sie reich sind. Nein, weil sie kleine Penisse haben. Und um das zu verstecken, kaufen sie sich diese teuren Autos. Was denkt ihr? Warum entscheiden sich manche Leute dafür, reich zu sein und andere wiederum nicht? Gibt's irgendwas, was an der Frage richtig ist? Irgendein Aspekt? Nein. Ich frage mich die ganze Zeit, warum hat die Sonne doch? Das ist ja schlimm. Also ich fahre ein großes Auto, weil ich einfach den Platz brauche für meinen Penis. Das ist das Einzige. In so einem Smart komme ich sofort an die Kupplung. Das hat überhaupt keinen Wert. Ja. Ich bin nur am Zwischengas geben. Also. Das ist ja sowieso, wir hatten das, glaube ich, hier sogar schon erörtern müssen, dieses Thema. Ich glaube, man nennt das doch ein Klischee. Ja? Großes Auto, kleiner Penis. Ich meine, ich habe ein kleines Auto, dafür 3. Ja? Also... Der PKW ist nicht das Kriterium des Wohlstands. Ja? Über den Wohlstand, über Arm und Reich entscheidet die Verteilung der Produktionsmittel. Also wer in der Hand der Produktionsmittel ist, verfügt auch automatisch über die Macht, Reichtum zu generieren. Gut, der Penis kann ja auch ein Produktionsmittel sein. Durchaus. Biber bauen Dämme mit ihrem Schwanz. Ja. Also da muss man ganz klar sagen, wie kriegen die das hin? Das stimmt, der Penis kann Produktionsmittel sein, es wird auch viel Ausschuss produziert. Ja. Und du hast gesagt, wer die Produktionsmittel in der Hand hat. Ja, das ist richtig. Es ist ein schreckliches Klischee. Ja. Aber du hast, ich kenne ja dein Auto, Thorsten, du hast ja ein schwarzes Auto. Ich fahre deswegen SUV, weil es ja immer sein kann, dass ich Mittwoch umschule zum Holzfäller und dann brauche ich die Ladefläche. Und vor allem, ich brauche nach vorne hinweg den Platz. Ich habe da schon drüber gesprochen.
Weißt du, sicher, ich habe nichts gegen kleine Autos. Es ist besser für die Umwelt, aber jeden Tag mit dem schmerzenden Glied nach Hause kommen, sehe ich nicht. Weißt du, wenn ich bei anderen Leuten mitfahre, ist die erste Frage, kann ich das Handschuhfach aufmachen? All diese Dinge. Weißt du, ich fahre schon, ich will schon, also ich fahre oft schon auf Ladeflächen von Transportern mit, weil es anders nicht geht. Und das ist, ja gar nicht erlaubt in Deutschland. Du kriegst doch bestimmt auch eine Befreiung von kleinen Autos. Ich kriege eine Befreiung von kleinen Autos. Ich habe einen 5-Kilo-Schein schon. Das ist die eine Sache. Auto ist nicht das Problem. Aber wer jemals mit entblanktem Geschlechtsteil und einer Schubkarre zum Bäcker musste, der weiß, wie belastend das auch sein kann. Dass du da reinkommst und sagst, 4 Hörnchen bitte. Und die alle rufen im Namen Jesu, was ist dies? Ja, er hat auch schon eins mit. Ja, eben. Ja, von wegen Hörnchen. Verstehst du? Die meisten rufen Wahl, da bläst er. Und das ist halt... Ich hätte die Frage so gerne wirklich dahingehend spezifiziert, dass wir den Arm-Reich-Konflikt vertiefen. Oh, richtig. Stattdessen bleibt, ich habe das Gefühl, ihr seid jetzt irgendwie da wirklich, ihr habt euch da am Penis aufgehängt. Mhm. Ja, aber an seinem. Das stimmt. Ich habe Geld, aber wenn es eines Tages weg ist, ist das für mich kein Problem. Dann werde ich mit runtergelassener Hose im Parkhaus als Schlagbaum arbeiten. Und dann... Tut mir leid, mir sind die großen Peniswitze ausgegangen. Ja. Buchstäblich. Ich hatte die bei der Geburt, ich war ja auch ganz blau angelaufen, weil sich eben nicht die Nabelschnur, sondern der Penis um den ganzen Hals geschlungen hatte. Ja. Ich hätte schwören können, weil dein Vater ein Schlumpf war. Aber ich habe mich vertan. Okay, aber Sie haben dann die richtige Stelle abgeschnitten? Aus Versehen am falschen Ende. Ja. Ja. Arm, reich, lang, kurz. Das sind alles... bürgerliche Kategorien. Es sind bürgerliche Kategorien. Ja. Ja. Die gehören überwunden, finde ich. Hallo, ich bin Sandra Maischberger. Das Sudden Repulsion Syndrome nennt man, wenn ein Partner oder eine Partnerin vom anderen plötzlich total angeekelt ist. Auslöser können sein, zum Beispiel Fingerknacken, lautes Schlucken oder auch die Art und Weise, wie man sich bückt. Kennt ihr das und wodurch wurde es bei euch ausgelöst? Ja, man muss sich an ein paar Regeln halten einfach. Ich halte das, das ist so typisch wieder, dass es irgendwelche alltäglichen Dinge gibt, die werden wieder mit irgendeinem klugen Begriff aufgewertet und eingerahmt und dann ist es plötzlich das Syndrom. Ja. Das weißt du, es wird ganz normal gelebt und irgendwie, ne, da, manche streiten sich und plötzlich heißt es Weltkrieg. Ja. Die Frau Maischberger, ich meine, einerseits ist ein großes Kompliment, dass sie wirklich von uns denkt. Wir hätten die Frage verstanden, aber ist Knöchelknacken wirklich so schlimm? Also mir ist mal gesagt worden, man könnte nur 10.000 Mal onanieren, also 2 Mayonnaise einmal voll, dann wäre vorbei. Dann, ich würde von onanieren, würde ich Haare auf den Handflächen kriegen. Deswegen immer Gummihandschuhe, weil das... Und dann, kaltes Wasser gibt Flöhe im Bauch. Und wenn du lange genug Fratzen schneidest, bleiben die irgendwann stehen. Ja. Das stimmt halt alles. Sind das schlechte Angewohnheiten? Also ich kenne das wirklich, dieses Syndrom. Ich hatte das, ich wusste nicht, dass das so heißt, aber meine Frau hatte das wirklich ganz im Ernst mit mir. Weil, also sie hat eine Zeit gehabt, wo sie mich komplett eklig fand. Also allein wie ich da saß. Und wie ich nicht geredet habe und wie ich aber geschluckt habe. Und das fand sie richtig, das war eine schlimme Zeit. Also ganz wirklich ohne Flachs. Das war eine Zeit, wo ich dachte, was soll ich denn tun? Jedes Schlucken, jedes Schmatzen hat sie richtig angeekelt. Und das ist dann irgendwann ganz normal, also ist einfach weggegangen durch... normale Teufelsaustreibung. Also. Hm. Aber ich hatte das ähnlich auch bei ihr, weil irgendwann sie hat Nägel gekaut und ich wusste genau, ja, mein Gott, ne, es ist auch nötig. Und aber was mich halt gestört hat,
Ja, das war, dass es halt meine Nägel waren. Nein, aber das ist in so einer, das hat uns fast. Ja, das kann eine Beziehung belasten, natürlich. Ja, ne? Ja, absolut. Das verstehe ich. Und wir sind da irgendwie. Aber es kommt ja dann immer darauf an, dass man auch zeigt, dass man auch Rücksicht nimmt auf den anderen. Dass, wenn man weiß, die Geräusche stören, dann macht man halt das Radio an. Mhm. Aber kennt ihr das nicht? Also, ich habe das wirklich erlebt als, als großes Belastendes. Das ging auch nur 2 Tage. Aber. Ja, das ist schon. Es ist ehrlich, wenn man. Ihr lebt ja auch fast wie in einer Ehe. Ne? Also. Das Was heißt. Leben wir? Ihr lebt ja auch fast wie in einer Ehe. Also sehr nah beieinander. Und wir sind ja verheiratet. Meinte ich ja. Ja. Genau. Ich würde es als Ehe bezeichnen sogar. Ich bin bereit für die nächste Frage. Ja, so. Ja. Ja. Als meine Tochter noch ein kleines Mädchen war, da wollte sie unbedingt einen Sternenhimmel an ihrer Zimmerdecke haben. Leider hat sie mich dann auch gefragt, wie diese Sterne heißen. Und ich wusste fast gar nichts. Deswegen meine Frage an euch. Kennt ihr euch mit Sternbildern aus? Nein. Also. Ja. Also ich denke mal, wie sagt man so schön, die Klassiker kennt ja irgendwie jeder. Also Sonne, Mond, viel mehr ist er nicht, sag ich mal. Hier Saturn, Hansa. Dann hast du den großen Wagen, den kleinen Wagen, den Mittelklasse, so ein. Dann hast du den Andromeda-Nebel. Mhm. Das sind dann auch alle. Der Rest ist ja so Gelumpe. Das ist ja so Nebensterngedöns. Klumpiges Gewölk. Ja, Geschnetz. Einfach. Also genau. Klatschiges Sternengewölk. Ja, einfach so Murmelgewichs quasi. Leuchtschronneck. Für mich war das immer so Malen nach Zahlen, aber ohne Zahlen. Mhm. Also malen nach Punkten. Wer legt es fest? Ist es für mich. Da Vinci hat da viel dran festgelegt, glaube ich, ne? War das ne? Jürgen da Vinci, also nicht Leonardo, sondern sein Schwager. Und trotzdem so eine Wirkung, ja? Also dieses Sternzeichen, sage ich mal, astrologisch betrachtet, haben ja für verschiedene Bevölkerungsgruppen so eine verbindende Funktion. Ja, also zum Beispiel die Ostdeutschen stehen ja, sage ich mal, im Sternbild Banane. So. Oder standen lange Zeit. Aber ihr habt doch die gleichen Sterne gesehen wie wir, oder nicht? Hm. Oder gab es auch eine Mauer? Das ist eine gute Frage. Wir sehen überall dieselben Sterne. Ist ein Lied von Element of Cry. Okay. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt, wenn du eine Banane siehst im Himmel. Nee, das ist wirklich, aber sehr interessant. Haben wir die gleichen? Gut, das ist jetzt auch schon 30 Jahre her. Jetzt sind ja völlig neue Sterne. Das stimmt. Das Licht, das wir von den Sternen sehen, ist ja schon alt wie Scheiße. Ja. Muss man sich ja mal überlegen. Also wenn du jetzt dir einen Stern anguckst und du denkst, hui, der strahlt aber schön, das war vorletzten Mittwoch. Ich weiß nicht genau. Oder vor einer Million Jahren. Ich weiß es nicht mehr. Bei früher. Hm. Das. Also auch deutlich früher oft. Na, das ist ein Ding. Ich finde es ja aber schon erschreckend, dass, sag ich mal, dass der Kosmos ja auch zunehmend kommerziell ausgebeutet wird. Ja? Also jetzt, ich meine jetzt nicht nur diesen Weltraumtourismus, dass da irgendwelche Schranzen hochgeballert werden, sondern dass es ja auch Agenturen gibt, die quasi den Kosmos anteils eigentlich veräußern. Also du kannst da jetzt schon irgendwie sowas erwerben. Genau. Kein Quatsch. Ja. Ich weiß. Ich glaube, Mercedes ist der erste Konzern, der ein eigenes Sternzeichen hat. Ich stell dir mal vor, das ist andersrum und es gibt belebte Planeten. Und die haben das gleiche Konzept. Und haben die Erde jetzt 15 Mal vertickt. Verstehst du? Ja, das heißt dann
Lelek. Das haben wir dem Lelek geschenkt zum 15. Geburtstag. Und dann kommt er irgendwann auch wieder, weißt du, wie Thanos und sagt, so wird Kostas hier kalt. Und dann sind wir alle am Arsch. Das ist exakt das gleiche Problem, sind wir ein Stern oder ein Planet? Die Erde? Hm? Wir leben in einem Sternensystem. Das ist der blaue Planet. Der blaue Planet, yes. Ja. Dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. Klasse, ja. Johann, richtig gut. Danke, danke. Aber auch mit dem Weltraumschrott. Ne? Es gibt so viel Weltraumschrott. Ich denke mir auch, irgendeiner sagt, boah, was ist das für ein Schrott hier, der hier rumfliegt? Ja. Ja, ist von der Erde. Jupiter ist für mich zum Beispiel Weltraumschrott. Mhm. Jede deutsche Frau und jeder deutsche Mann weiß, dass ich für mein Leben gerne zum Friseur gehe. Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht 5-6 Stunden beim Friseur verbringe und dabei die gelben Blätter und die interessanten Postillen durchstöbere. Und dabei ist mir Folgendes aufgefallen. Sehr, sehr selten, ja, ich möchte fast sagen, nie lese ich über euch in Bunte und Gala. Warum? Wir hatten noch nie eine Frage, in der die farblichen Brauntöne so angenehm... Ja. Ineinander übergegangen. Ich dachte, warum spricht die Tapete? Und dann war es Wiegald. Ja. Unglaublich. Habt ihr da Praktiken, ja, Strategien? Ja, ich bin halt auch jetzt nicht so interessant für diese Zeitschriften. Diese Zeitschriften sind nicht so interessant für mich. Ich hab's dann eher so mit so Psychologie heute. So, dass man, wo immer du hingehst, da bist du dann auch. Sowas finde ich interessant. Oder dass man, ich wäre gerne mal bei Hornbach in so einer Wochenbeilage. Aber man ist halt jetzt auch verhältnismäßig alte Knacker, fürchte ich. Und das ist ja, komm, wir haben Glamour, wir sind Hochglanztypen. Ich weiß nicht, ich würde mal sagen, bei uns ist eher so das Schweigen der Glamour, weil... Das Schweigen der Glamour? Ja, ich sehe da nichts. Geiler Filmtitel. Ja, finde ich auch, das Schweigen der Glamour. Schweigen... Es gibt ja Menschen, die nicht in diesen Illustrierten vorkommen. Zum Beispiel, es gibt ja dieses sogenannte Scorpions-Syndrom. Ja? Die waren ja Superstars, angenommen, ich glaube, in Russland oder in Japan, durch ihren Hit hier. Sind sie noch, ja. Wind auf Wechsel. Das war eine Riesennummer. Und, aber hier in Deutschland hält man die ja eher so für irgendwelche Dorfrocker. Und so ist es bei mir auch. Ich bin eine Riesennummer in Peru. Ja. Und in der peruanischen Bunte, also in der Coloria Multia, da habe ich auch richtig so Home-Stories mit mir, mit meinen Kindern, mit meinen Frau, also mit Personal. Mit gestellten Kindern? Ja, natürlich. Ja. Da gibt's ja dort. Und das fällt nicht auf, dass die ganz anders aussehen als dein Vater? Ich bin ja auch eher so ein dunkler Typ. Und ich habe ja auch so ein bisschen diese südamerikanischen Löckchen. Das ist quasi der Antonio Banderas des Ostens. Habt ihr ein Patentrezept für junge Künstler? Was würdet ihr ihnen empfehlen? Wie sollen sie sich da verhalten? Generell wäre es gut, bevor man in die Presse kommt oder auf YouTube oder auf TikTok oder ins Fernsehen, ist es empfehlenswert, im Vorfeld was zu können. Das ist eine steile These, aber wenn du vorher was kannst... Aber man muss etwas können, was natürlich vielleicht irgendwie außergewöhnlich ist. Ich kann was können. Guck mal, was ich zum Beispiel mache, und darüber muss ich noch eine epische Nummer schreiben, weil das in mir drin ist. Wenn ich aufgewühlt bin, dann gucke ich auf YouTube Stunden Teppichreinigungsfilme. Es gibt da Menschen, die reinigen nonverbal über eine Stunde 40 Teppiche. Und dann ist das so, der Teppich kommt. Und die Überschrift ist immer in englischer Titel: ganz besonders mit Nikotin verseuchter Teppich wird grundgereinigt. Ausrufezeichen. Und dann kommt jemand, der macht einen Eimer voll mit einer halben Mischung spezielles Shampoo, halbes Wasser. In dem Eimer unten sind Löcher. Sodass er wie mit einer Gießkanne über den Teppich drüber geht. Dann wird der Teppich benetzt. Und dann schäumt er das ein. Und dann siehst du, wie die erste Schmocke schon rauskommt. Aber es hört nicht mehr auf. Er schäumt ihn ein. Und dann kommt, hat er später, wie so ein Spatel. Und den ganzen Schronnig. Es gibt nichts Befriedigenderes als Teppichreinigungs. Und der macht das 10-mal. Und immer noch kommt Dreck raus. Und ich glaube, das ist nie sauber. Nie.
Und du meinst also, wenn man in der Lage ist, das zu tun, dann ist man auch befugt, in der Gala erwähnt zu werden? Wenn du, das ist genau das. Wenn du sowas machst wie zum Beispiel Faserreinigungspornografie, denn nichts anderes ist es. Es gibt nichts Befriedigendes als das. Das nichts, also gar nichts. Egal was. Es ist das Befriedigendste, was es gibt. Ja. Ich habe mich schon oft gefragt, wenn Schnecken so langsam sind, warum siehst du dann nie, wie sie auf dich zukommen? Sie sind einfach da. Sie ploppen auf wie aus dem Nichts. Wie erklärt ihr euch dieses Phänomen? Wir Schnecken, also wenn du sowas im Garten hast, mal so, und du gehst dann im Sommer durch, das ist so, als würdest du auf eine kalte Bockwurst treten. Schön ist das nicht. Die gehen auch nicht kaputt, also im Stiefel ja, nackter Fuß nicht. Ist super ekelhaft. Habt ihr das früher auch gespielt? So eine Badewanne voll mit Nacktschnecken, dann musste einer rein und durfte keine Erektion kriegen? Ja, ich dachte, ich bin der Einzige, der das spielt. Danke, Jörg. Aber dieses Gefühl, könnt ihr euch daran erinnern? Als wäre man von so einem Muskel umgeben. Als wäre man in einem Darm. Also, als würde man verdaut werden. Habt ihr das nicht gespielt? Das ist, das, glaube ich, das drittunglaublichste, was ich in meinem Leben gehört habe. Ja. Ich versuche es mir einfach nicht vorzustellen. Ich will überlegen, Umsatzsteuervoranmeldung, das rufe ich mir gerade ins Gedächtnis. Aber um zum Zentrum der Frage zurückzukehren, man muss ja sagen, Die Langsamkeit der Schnecke ist ja relativ. Ja? Also. Ich möchte da nicht. Erstmal vor dir. So. Er ist schlaff. Rein. Und dann immer dieser Kontrollblick. Nee. Und überall Nacktschnecken. Und es fühlt sich verdaut an. Nee, hab ich. Oh. Ja, ich denke, jede weiterführende Auseinandersetzung mit der Frage ist überschattet. Ich kann mir vorstellen, dass wenigstens einer von euch schon mal homoerotische Erfahrungen gemacht hat. Stimmt's? Was gemacht hat? Homoerotische Erfahrungen. Wir kommen jetzt gerade vom Regen in die Traufe. Nein, natürlich. Also ganz oft. Ne? Man liegt im Bett, dann sagt jemand, ja, hier Mund auf, Zunge raus. Und dann wurden so ganz kleine weiße Kügelchen unter die Zunge gelegt. Obwohl, das waren homöopathische Erfahrungen. Ich habe es doch nicht richtig verstanden. Ja. Homöopathische Erfahrungen. Homoerotische Erfahrung ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes, ja. Da sind die Kugeln viel größer. Ich habe das Gefühl, du ziehst das heute alles bis ins Lächerliche. Wir werden. Tut mir leid. Die Kugeln viel größer. Man muss es auch sagen wollen. Das respektiere ich so. Ich nicht. Also ich war bei der Bundeswehr, aber war nix. Viele glauben ja, homoerotische Erfahrungen, der G-Punkt des Mannes zum Beispiel, sagen viele, das ist was für Schwule. Aber natürlich, ne, kann es auch in heterogenen Beziehungen, ne, wenn man muss einfach offen sein für das Thema. Ja. Es gibt ja den schönen Schlager von Mickey Krause, Finger in Po Mexiko. Und
Da legt er ja schon den Finger in die Wunde des Missverständnisses. Also es hat ja mit Mexiko nichts zu tun. Ja. Oh. Kann ich bitte... Ist das wirklich eine Fernsehsendung hier? Es ist deine Fernsehsendung, Johann. Ja. Wir leben nur darin. Ja. Scheiße. Nee, ey. Bevor es entgleitet, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sind wir leider an dem Punkt, uns verabschieden zu müssen. Es war uns eine Freude, Ihnen gedanklich dienen zu dürfen. Und wir würden uns freuen, Sie nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin verabschiedet sich das Gipfeltreffen. Tussen, Johann König und Tussen Schwerter.